Heute der Rambam beginnt uns zu erzählen über die Gesetze von Mezuzah. Wir wissen alle, dass wenn eine Mezuzah angebracht wird, muss ein Bracha gemacht werden. Was ist aber, wenn ein Mezuzah geschickt wird zur Kontrolle? Wir wissen nach dem Gesetz, nach dem Halacha, man muss die Mezuzah schicken zur Kontrolle immer zweimal um 7 Jahre, jede 3 Jahre. Oder, wenn Gott behüte, etwas passiert, wenn jemand krank wird oder jemanden etwas passiert, die nicht gut ist, muss man diese Mezuzah sofort checken. So, wenn man legt die Mezuzah, man checkt die Mezuzah, muss man die Bracha wieder machen. Es kommt drauf an. Viele denken, nein, es kommt drauf an. Wenn die gleiche Mezuzah zurückgelegt wird, innerhalb von 30 Tagen, muss man keine neue Bracha machen. Wenn die gleiche Mezuzah mit dem gleichen Ort zurückgelegt, muss man keine Mezuzah machen. Jetzt, es gibt aber Ähnlichkeiten zwischen einem Mezuzah und einem Talit. Wenn die Talit fällt runter und man legt es an, muss man neue Säge, neue Bracha machen. Wenn die Mezuzah fällt runter, da muss man neue Bracha machen, wenn es runtergefallen ist. Was ist genau wie die Talit runtergefallen ist. So, normalerweise, bei normalen Checking muss man nicht. Aber wenn es runtergefallen ist, dann muss man neue Mezuzah machen. Was passiert, ob du gehst auf Urlaub, und du mietest dein Haus und es gibt keine Mezuzot. So, wenn du bist dort weniger als 30 Tage, natürlich musst du nicht machen, auch nicht auf dein Hotelzimmer. Aber wenn du mietest eine Wohnung mehr als 30 Tage, aber du weißt, dass es nur vorübergeht, so eigentlich soll man Mezuzah machen. So, wie macht man das? So, die beste Sache ist, dass man soll eine Mezuzah anbringen. Jetzt, wenn du kommst in eine neue Wohnung, eigentlich du hast 30 Tage, bis du die Mezuzah anbringen musst. Aber es ist besser, anzulegen die Mezuzah schon auf die ersten Tage. Und ob du bist nicht sicher, du bist da 30 Tage oder nicht, bring die Mezuzah an am ersten Tag ohne Bracha. Nach 30 Tagen wechsel eine Mezuzah zu einem besseren. Immer wenn du wechselst, machst du Bracha, was eine neue Mezuzah ist. So, nach 30 Tagen wechsel eine zu einem besseren. Und dann, sicherlich, musst du einen Bracha machen. Die Checken im Mezuzah ist von enormer Bedeutung, weil ein klein bisschen Staub kann die Buchstaben schon unvollständig machen. Und dann bringt die Mezuzah nicht den vollen Schutz. Jetzt einige Fragen, muss ich die Mezuzah auf jedem Tier haben? Die Antwort ist natürlich ja. Sonst ist es wie, du hast eine große Alarmanlage auf dem Haupteingang und hinten ist offen, die ganze Ganoven. Das wollen wir doch nicht. Heute ist die 20. Tag im Monat Tevet, der Geburtstag auch von der Rambam. Und der Mittlere Rebbe hat gesagt, wenn zwei Juden treffen einander, sollten sie reden, wie man was Gutes machen kann für einen dritten Mensch. Weil die zwei Neshames arbeiten zusammen, aber die Körper arbeiten jeder für sich. Deswegen, wenn man trifft sich zusammen, soll man immer reden, wie wir können was Gutes machen, um mehr Gut auf die Welt zu bringen.